is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Was ist biblische Heiligung? Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn Menschen durch die Wahrheit geheiligt sind, sind sie lebende Empfehlungen von deren Macht. Sie sind Vertreter ihres auferstandenen Herrn. Die Religion Christi wird den Geschmack veredeln, den Verstand heiligen, die Seele erheben, reinigen und adeln und dadurch den Christen immer tauglicher machen für die Gesellschaft himmlischer Engel. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist Heiligung im biblischen Sinne, nicht nur ein Zurschaustellen oder etwas Äußerliches. Es ist Heiligung, die man durch den Kanal der Wahrheit empfängt. Es ist die Wahrheit, die im Herzen empfangen wurde und im Alltag ausgelegt wird. Es gibt keine Heiligung im biblischen Sinne für Menschen, die einen Teil der Wahrheit ablehnen. Im Wort Gottes ist uns genügend Licht gegeben, sodass keiner zu irren braucht. Jesus war als Mensch vollkommen, und doch nahm er an Gnade zu. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Auch der vollkommenste Christ kann ständig an Erkenntnis und Liebe zu Gott zunehmen. Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines Tages. Heiligung ist ein ständiges Wachstum in der Gnade. Satan lebt und ist am Werk, und wir müssen täglich ernsthaft zu Gott um Hilfe und um Kraft bitten, damit wir widerstehen können. Solange Satan herrscht, werden wir das eigene Ich zu bändigen haben. Müssen wir Verstrickungen überwinden. Da gibt es keinen Rastplatz. Wir werden nie den Punkt erreichen, an dem wir sagen können, wir hätten es ganz geschafft. Das Leben des Christen ist ein ständiges Vorankommen. Jesus veredelt und reinigt sein Volk. Wenn sich in ihnen sein Bild vollkommen widerspiegelt, dann sind sie vollkommen und heilig und zur Entrückung bereit. The Lord is coming. Are you ready?